Dass der Mimis dann eine Mauer wurde, kam erst später. Das war zunächst mal eine relativ simple Holzpalisade. Irgendwann später war es dann tatsächlich auch sogar noch mit Steinen, also eine richtig massive Mauer, die auch ein gewisses Hindernis dargestellt hat. Aber was ich mir im Limes-Museum habe erzählen lassen, es ist nicht so, dass der Limes jemals dazu gedacht war, wirklich als Mauer den Feind abzuhalten, dass der da nicht drüber kommt. War mehr so gedacht, dass es einfach ein groß genuges Bewegungshindernis ist, beziehungsweise ein schwer zu überwindendes Hindernis, das dazu führt, dass die auf der Flucht, wenn sie dann Beute dabei haben und wieder zurück wollen nach Germanien, nicht einfach mit der Kuh über den Limes springen können, über die Mauer. Das geht dann natürlich nicht, wenn du Kuh geklaut hast. Oder 17 Pfund Gold oder irgendwie solcherlei Dinge. Und dann quasi werden sie dann, sind sie am Limes, am Wall dann auf der römischen Seite in der Regel aufgerieben worden. Da der Limes auch sehr durchlässig war, damit man mit den Germanen hin und wieder auch mal handeln kann, das hat man auch jede Menge gemacht, gab es auch immer mal wieder einzelne Tore bzw. einfach Löcher im Limes. Die waren dann nochmal separat ein bisschen bewacht mit zwei, drei Legionären, damit man auch schön sieht, wenn da jetzt einer durchkommt und man das auch immer schön mitbekommt. Teilweise waren sie auch so schwer bewacht, dass man da nicht einfach durchgekommen wäre als kleiner germanischer Plündertrupp. Aber das ganze System Limes hat ganz gut funktioniert und eben, wie gesagt, wenn du drüber kletterst, um zu den Römern zu kommen, was gar nicht verhindert werden konnte, weil sie ja nicht die Truppenkontingenten direkt an der Mauer stehen hatten, um das sofort zu verhindern, dann haben es die Wachposten mitbekommen und danach kam die Kavallerie. Meistens war es Kavallerie. Da ich aber ein Freund von Militärgeschichte bin, möchte ich zur römischen Kavallerie nochmal schon wieder einen kleinen Exkurs machen. Der ganze Limes ist ja eigentlich ein Exkurs, der spielt für die Waldgeschichte, außer dass es ein breiter Streifen Kahlschlag gewesen ist. Keine große Rolle. Aber jedenfalls die römische Kavallerie, die müsst ihr euch nicht so, dürft ihr euch nicht so vorstellen wie die Ritter im Mittelalter, die dann quasi mit dem Ross in die feindlichen Streitkräfte reinbrechen, mit der Lanze und dem Schwert und fleißig Köpfe spalten. Nein, die römische Kavallerie hatte nämlich ein Problem, die hatte keinen Steigbügel. Sprich, wenn die irgendwo gegen irgendwas dagegen geritten sind, dann sind die vom Pferd geplumpst. Deshalb hatten sie Wurfspeere, sind angeritten gekommen, haben den Speer geschmissen, sind wieder weggeritten, sind wieder hingeritten, haben den Speer geschmissen, sind wieder weggeritten und haben das so lange gemacht, bis sie keine Speere mehr hatten und dann sind sie wieder nach Hause geritten. Ungefähr so kann man sich das vielleicht vorstellen. Gut, dass sie direkt nach Hause geritten sind, ist eher unwahrscheinlich. Dann werden sie schon in irgendeiner Form versucht haben, wahrscheinlich auch ein bisschen in den Nahkampf überzugehen. Die hatten genug Speere. Oder sie sind zum Packpferd und haben sich neue Speere geholt, irgendwie sowas. Aber Nahkampf war vom Pferde aus zu Zeiten der Römer so gut wie nicht möglich, weil du, wenn du einen Schlag geblockt hast, ja auch schon wieder vom Feld gefallen bist. Konntest dich ja nicht wirklich festhalten, hast beide Hände zum Kämpfen gebraucht, im Idealfall, oder zumindest, es war unpraktisch. Und mit nur einer Hand kämpfen ist auch blöd, wenn du auf der einen Seite kämpfst. Und auf der anderen Seite kommt einer und piekst dir mit dem Speer in die Rippen, dann kannst du dagegen nichts tun, weil du auf der anderen Seite ja kämpfen musst. Also war alles noch nicht so durchdacht mit der Kavallerie. Aber klar, die Kavallerie war natürlich eine schnelle Eingreiftruppe, die waren schnell vor Ort, um die bösen Germanen dann mit Speeren zu löchern. Jawohl. Nochmal ganz kurz zur zeitlichen Einordnung. Die ganze Zeit, die Römer da quasi hinterm Limes vor sich hingerömert haben, da befinden wir uns so ganz grob um Christi Geburt, kurz nach Christi Geburt bis circa 200 nach Christus. So ganz grob, so irgendwie in dem Bereich. Nur dass ihr so eine ungefähre Einordnung habt. So, also jetzt hatten wir da eben diesen Limes. Der hat jetzt natürlich auch dazu geführt, dass die ganzen Truppen, die hinterm Limes saßen in ihren Kasernen, diese Kastelle sind nämlich, das muss man mal wichtigerweise dazu sagen, Kasernen, nicht Festungen. Die hatten also nicht den Zweck, einem gegnerischen Angriff standzuhalten wie eine Festung, sondern die waren einfach nur dazu da, dass die Soldaten was haben, wo sie sich aufhalten können und ein bisschen üben, trainieren, essen, schlafen und so weiter und so fort. Großartig befestigt waren die Dinger gar nicht, weil man ja nicht damit gerechnet hat, dass es eine riesige Streitmacht plötzlich über den Limes kommt und die römischen Kastelle angreift, sondern man wollte ja nur einzelne, vergleichsweise kleine Gruppen von Plünderern zurückschlagen. Und dafür wäre eine Befestigung völlig für den Eimer gewesen, die hätten sie eh nicht angegriffen. Haben die Römer also schon alles richtig gemacht.
Ja, aber diese Kastelle haben natürlich auch dazu geführt, dass da jede Menge Leute gelebt haben. Und die brauchten natürlich Essen und Werkzeug und Waffen und was man sonst noch so braucht. Dinge des täglichen Bedarfs. Dementsprechend haben sich viele, auch einheimische gallo-keltische, eben annektierte Römer in Anführungszeichen, in dem Bereich angesiedelt, um halt eben die Legionäre mit dem Notwendigen zu versorgen. Denn so ein Legionär hat auch gut verdient. Entsprechend war auch gut zu verdienen, wenn man halt eben beim Lager der Legionäre ein entsprechendes Etablissement gehabt hat, in dem man irgendwelche Waren zum Kauf angeboten hat. Außerdem, die Familien der Legionäre mussten ja auch noch irgendwo hin. Die haben auch nicht alle direkt im Kastell gelebt, sondern eben außerhalb. Wenn man also als Legionär dann lange Zeit da stationiert gewesen ist, hat man halt irgendwann aus zum Beispiel Rom seine Familie nachkommen lassen, Frau mit Kindern, und die haben dann halt vor dem Kastell leben müssen. Um jede dieser Kastelle, Kasernen, wenn man so möchte, ist also eine enorme Infrastruktur herangewachsen. Straßen haben sie ja sowieso gebaut, die Römer, sobald sie die Region erobert hatten. Und das hat den Handel enorm vorangetrieben. Und entsprechend war auch viel Landwirtschaft nötig entlang des Limes, um halt eben die Kastelle zu versorgen. Wir können also, und jetzt zurück zum Wald, schwer davon ausgehen, dass es auf der römischen Seite des Limes so gut wie gar keinen Wald relativ schnell mehr gegeben haben wird. So viel zum Limes an sich. Die Form der Landwirtschaft, die die Römer dann da betrieben haben, das ist jetzt natürlich sicherlich auch nochmal interessant. Wenn es jetzt schon keinen Wald mehr gab, was gab es denn dann? Es gab ja feldartige Landschaften, dazwischen halt immer mal wieder Wälder auf Zonen, wo halt mit Feldern nicht viel zu machen war. Aber diese Wälder wurden weniger und dazu kommen wir auch am Schluss dann nochmal irgendwann. Und eben auf diesen Feldern gab es dann immer mal wieder einen einzelnen Hof, der dann für die jeweiligen Felder zuständig war. Die haben ungefähr pro Villa Rustica, heißt so ein Hof, ein römischer Bauernhof quasi, plus Felder drumherum, plus Wirtschaftsgebäude, plus ein Wohngebäude, wo der Besitzer des Ganzen wohnt, der dann schon ein bisschen wohlhabend ist. Das Wohngebäude war also auch entsprechend schön, mit entsprechend Hightech-römischer Architektur ausgestattet und so weiter. Sowas nennt sich eben Villa Rustica, und davon gab es jede Menge. Und die hatten jeweils, ich glaube, ungefähr so grob zwischen 100 und 200 Hektar Land drumherum, das dann von dieser Villa Rustica bewirtschaftet wurde. Das Land war schon gut in Quadrate und Rechtecke und ähnliches Zeug unterteilt. Da haben die Römer also schon ordentlich dafür gesorgt, dass da eine gewisse Ordnung herrscht und das Ganze gesittet abläuft. Das war auf jeden Fall neu. Das war zu Zeiten der Kelten oder der Germanen noch nicht so strukturiert und ausgeprägt, vermuten wir. Wissen wir aber nicht so genau. Bei den Kelten weiß man zu wenig. Gut, dann wieder zum Wald. Was es an Wald noch gab, wurde natürlich auf vielfältigste Weise genutzt. Und auch mit alles, was es im Wald gab, wurde halt so gut es geht irgendwie ausgebeutet, was da war. Das soll heißen, man hat natürlich jede Menge Holz gebraucht. Zum einen zum Bau von Gebäuden, auch zum Bau vom Limes selber selbstverständlich. Da musste ja auch mal hin und wieder mal so ein Holzpfahl ausgetauscht werden und solche Sachen. Die Türme am Limes haben viel Baumaterial gefressen, die Kastelle haben natürlich viel Baumaterial gefressen. Dann hat man selbstverständlich auch mit Holz gekocht, also sprich mit Holz geheizt. Die Römer werden relativ viel geheizt haben, gehen wir davon aus, weil die halt eben gerne mal gefroren haben. Sie sind ja kalte Winter nicht gewöhnt gewesen. Die allermeisten Teile des römischen Imperiums lagen ja doch in recht warmen Regionen. Und noch ein wesentlicher Faktor ist das Badewesen der Römer, da die ja überall ihre heißen Badeanstalten haben mussten, hatten sie auch, die da wirklich bis noch und nöcher mit Holz zu heizen gewesen sind, dass da immer heißes Wasser verfügbar ist. Es ist nicht so, dass sie einmal pro Woche einen Badetag gemacht haben, sondern da ging es durchgängig, gab es da heißes Wasser und irgendwelche Sklaven mussten da wirklich riesige Mengen an Holz immer verheizen, damit es heißes Wasser eben gibt. Jetzt habe ich es dreimal gesagt.
All das zusammen hat wirklich zu einer raschen Abnahme der Waldfläche geführt. Zusätzlich hat man dann auch schon mit Waldweide begonnen. Waldweide habe ich, glaube ich, in dem Zusammenhang meiner Geschichte hier noch gar nicht großartig erklärt und werde es jetzt hier jetzt mal ein wenig tun. Es ist relativ simpel. Du hast draußen keinen Platz, wo du dein Vieh weiden lassen kannst. Also draußen meint außerhalb des Waldes. Also treibst du ihn in den Wald. Weil im Wald gibt es für viele Tierarten, die da relativ gut mit klarkommen, ordentlich was zu fressen. Denn gerade unsere damals noch recht naturnahen Wälder, die wir da hatten, waren halt laubholzreich und Laubholz heißt Eichen und Buchen unter anderem, aber die doch relativ überwiegend und die schmeißen natürlich Eicheln und Bucheckern runter und wer frisst das gerne? Das Schwein. Es war also für den Römer eine durchaus gängige Alternative, die Schweine in den Wald zu treiben, damit sie dort anhand der ja, Nussfrüchte der Bäume dick und fett werden und gleichzeitig kann man dann hinterher, wenn da nicht mehr allzu viel da ist, dann noch ein paar Bäume umhauen und gleich wieder mit nach Hause nehmen. So ist das ungefähr abgelaufen, der Holzverbrauch war eben enorm, Ressourcen hat man reichlich gebraucht. Ich möchte nochmal auf die römischen Bauernhöfe, diese Villa Rusticae, zurückkommen. Villa Rusticae? Ich glaube, das ist dann Plural. Villa Rustica ist Singular, da bin ich mir sicher, ob das Plural jetzt so heißt, wie ich es jetzt sage oder nicht. Das kann ich euch nicht hundertprozentig versprechen. Ich möchte nochmal auf die römischen Bauernhöfe, diese Villa Rustica, zurückkommen, nochmal drauf zu sprechen kommen, denn da habe ich noch mir mal ein bisschen aus dem entsprechenden Limes Museum in Aalen Informationen rausgeholt, was denn die da so angebaut haben. Und eine Sache vielleicht vorweg, super interessant finde ich, dass die Römer Bäume gepflanzt haben. Die haben zwei große Technologien quasi landwirtschaftlicher Art aus dem Süden mitgebracht. Erstens das Anpflanzen von Obstbäumen, da zählt übrigens auch die Esskastanie dazu, die sie als Obstbaum sozusagen angesehen haben. Natürlich auch Apfelbäume und so ein Zeug, alles, was irgendwie als Obst durchgeht, das haben die Römer eingeführt. Und das Zweite, was sie eingeführt haben, ist halt natürlich der Wein. Schöne Sache. Bin ich den Römern sehr dankbar, hab da gut gemacht. Gut, jetzt will ich nochmal auf die römischen Bauernhöfe zu sprechen kommen, eben diese Villa Rustica. Ich weiß nicht, wie der Plural davon heißt, Villae Rusticae dann vielleicht. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Die waren erstaunlich effektiv und haben in ihrer Produktion an landwirtschaftlichen Erzeugnissen, in Anführungszeichen, mit großer Sicherheit schon einen Überschuss produziert, weshalb es eben gut möglich war, die umliegenden Kastelle, also es war ja so, vorne am Limes gab es den Limes, dann gab es das Kastell und da dahinter dann immer wieder mal hier eine Villa Rustica, da eine Villa Rustica und da eine Villa Rustica. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Und die Summe dieser Dinger war halt dafür zuständig, auch das Kastell zu versorgen und natürlich die Einwohner des entsprechenden Hofes selber. Archäologen haben dann mal einen Keller ausgebuddelt von so einer Villa Rustica und da hat man jetzt verschiedene Dinge im Keller gefunden, wovon man dann so ein bisschen herleiten kann, was die denn da überhaupt angebaut bzw. gegessen haben werden. Ich lese das jetzt einfach mal vor, was in diesem Keller drin war. Insgesamt gab es 18% Ölsaaten, darunter Schlafmohn, Lein und Flachs. Dann hat man nur in Anführungszeichen 7% Getreide gefunden. Wahrscheinlich ging das direkt raus auf den Markt oder irgendwie sonst wie. Wie gesagt, das ist das, was man im Keller gefunden hat. Darunter überwiegend, ja, kann man eigentlich fast gar kein Getreide ausmachen, was übergewogen hätte. Es war drin Hafer, Gerste, Hirse und den Rest konnte man gar nicht zuordnen. 4%, keine Ahnung, was das für ein Getreide gewesen sein soll. Viel gefunden hat man Obst und Nüsse. Kategorie Obst und Nüsse ganz grob, das waren 45% des Kellerinhalts. Darunter Himbeer, Holunder, Judenkirsche, was immer das ist, Schlehe, Walderdbeere, Kratzbeere, Brombeere, Zwetschge, gab es damals auch schon, bissel Hasel, tatsächlich noch ein paar Feigen, die werden wohl importiert gewesen sein, und Birne. Das alles lag da im Keller rum. Und außerdem gab es noch 30% Gemüse, also Gesamtanteil des Zeugs im Keller, 30%. Darunter die gute Möhre, Pastinak, Feldsalat, Runkelrübe und Mangold.
Also ich finde schon relativ aussagekräftig, dass die meisten genannten Dinge durchaus was ist, was wir heutzutage auch noch kennen. So exotisches Zeug haben sie also gar nicht gefressen, unsere lieben Römer. Wenn wir jetzt mal zu den Kulturpflanzen gehen, da gab es mit einem großen, großen Anteil überwiegend Dinkel, was angebaut worden ist. Kann man auch irgendwie dann aus archäologischen Funden und so weiter rekonstruieren. 81% der Getreidearten waren wohl von dem, was halt vor Ort angebaut worden ist, war wohl Dinkel. Auch Fleisch gab es und zwar, ich lese wieder vor, 55% Rind, 22% Schwein, 17% Schaf und Ziege, kleines bisschen Pferd, 3%, Haushuhn, 2%, Hausgans, 1% und 1% hat man wohl auch Hund gegessen. Und dann die zweite Fleischquelle neben eben den Haustieren war natürlich auch Wildtiere, gejagt wurde also definitiv auch. Da sind unter Umständen vielleicht ein paar kleine Überraschungen dabei bei dem, was die da an Viechern so gejagt haben. Den Hauptanteil macht nämlich der Hirsch mit 46% aus, der Hase mit 30% und alles andere ist relativ selten, nämlich Wildschwein 9%, Vögel 7%, Reh nur 4%, Uhr, das ist so ein Riesenhirsch, der ist mittlerweile ausgestorben, 2%, Elch 1%, gibt es ja jetzt bei uns auch nicht mehr inzwischen, und der Fuchs auch nochmal 1%. Den wird man also auch in irgendeiner Form für irgendwas verarbeitet haben. Dass man den gegessen hat, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber den fällt das Fell wahrscheinlich. Wird deshalb vielleicht ein bisschen Fuchsüberreste gefunden. Eben auch wieder im Keller dieser Villa Rustica. Interessant ist jetzt eben, gut, Hirsch 46%, das ist nicht groß überraschend. Der ist relativ einfach zu erlegen, ohne Gefahr für Leib und Leben. Und man wird gut satt davon. Man hat gleich viel Fleisch, wenn man einen Hirsch erlegt hat. Das macht Sinn. Hase 30% macht auch Sinn, weil den kann man auch mit Fallen jagen und so weiter und so fort. Klingt für mich plausibel. Was mich jetzt etwas überrascht, beziehungsweise auch eigentlich wieder plausibel ist das Wildschwein bloß 9%. Also Wildschwein hat man nicht so gerne gejagt, weil die können sich wehren. Das ist auch später im Mittelalter so gewesen, dass ja Wildschweinjagd schon was sehr Spezielles gewesen ist. Das war schon eine gefährliche Jagd. Das war man sich dessen auch bewusst und hat das. Ja, man hat schon gerne gejagt, weil man halt eben ein großer Held sein wollte, aber es war immer so ein bisschen kritisch, wenn man auf Wildschweinjagd geht, und das wird bei den Römern offensichtlich auch schon so gewesen sein, lieber die anderen Sachen. Wildvögel, klar, gut, die machen natürlich auch nochmal Sinn. Was mich jetzt aber wirklich überrascht, ist, dass es nur 4% Reh gegeben hat, eben in dieser Aufzählung. Woran soll das jetzt bitte gelegen haben? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was sein könnte, aber das ist eine reine Theorie von mir, ist, dass das Reh als reines Waldtier, das wirklich nicht unbedingt darauf angewiesen ist, irgendwelche Freiflächen zu haben, wo es besonders viel Futter findet, einfach nicht so populär gewesen ist, weil es eben im Wald wohnt und sich im Wald versteckt und deshalb enorm schwierig zu jagen gewesen sein wird für die Römer, die nicht gerne in den Wald gehen. Alle anderen Viecharten, die hier aufgezählt sind, sind nämlich auch im Offenland dann halt mal vorgekommen. Der Hirsch kommt auch gerne mal aus dem Wald raus, weil der große Mengen eben an Raufutter braucht. Gras, Gräser, so ein Zeug, Heu im weitesten Sinne sozusagen, der muss mal auf eine Freifläche. Ein Hirsch braucht definitiv die ein oder andere Freifläche, um sich gut ernähren zu können. Wenn der nur im Wald bleiben würde, hätte er Schwierigkeiten. Erklärt den hohen Anteil von Hirsch im Vergleich zum super geringen Anteil von Reh vielleicht so ein bisschen. Auch die Wildsau, wenn sie die erlegt haben, werden es wahrscheinlich überwiegend auch Schweine gewesen sein, die mal draußen waren auf dem Acker und solche Späße. Weil das machen sie heutzutage ja auch noch gerne. Aber das ist nur so eine Theorie von mir und das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ich möchte noch so ein paar allgemeine Dinge zur Politik der Römer, nachdem sie eine neue Region unterworfen hatten, sagen. Ihr habt es ja jetzt schon rausgehört, den Leuten ging es gut dadurch, dass die Römer eben da gewesen sind und den Limes gebaut hatten und entsprechend viele Soldaten da waren, die versorgt werden mussten. Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum.
Das Erste, was die Römer aber immer gemacht haben, nachdem sie eine Region unterworfen hatten, war halt erstmal der Bau von Straßen und eben das Anschließen der Region ans römische Imperium und damit ein Handel, der bis dahin einfach nicht bekannt war. Das gab es nicht. Kein Mensch konnte damit was anfangen und keiner hatte damit gerechnet, dass es den Leuten dann so gut gehen würde. Das sind wahrscheinlich so die Hauptargumente dafür, dass es im römischen Imperium selten, also in der Provinz, irgendwelche Aufstände gegeben hat, dass man die Römer wieder loshaben wollte. Man war mit denen einigermaßen zufrieden und innerhalb von den Jahren hat sich die Bevölkerung sowieso so durchmischt, dass eigentlich keiner der da Ansässigen noch ein reiner Römer gewesen ist und jeder irgendwie einen Anteil römischen Blutes hatte und ja, so hat sich das dann irgendwie so ein bisschen ergeben. Aber es gibt jetzt noch so ein paar Dinge, die ich einfach noch hinzufügen möchte, die meiner Meinung nach die Römer enorm richtig gemacht haben bei ihrer Expansionspolitik. Nämlich, das Erste ist, die hatten Religionsfreiheit für die eroberten Völker. Sprich, im römischen Imperium durfte jeder glauben, was er lustig war. Die Römer selber hatten ja eh schon zig Götter. Für alles, jede Kleinigkeit einen einzelnen Gott. Wahrscheinlich wird das auch nochmal eine Rolle dabei gespielt haben, dass es sie dann nicht großartig gekümmert hat, ob da noch irgendwelche anderen Götter dazukommen. Dann gibt es halt noch mehr Götter. Jedes Volk darf seine eigenen Götter haben. Sie haben also somit quasi gar nicht an der Existenz der anderen Götter gezweifelt. Damit den unterworfenen Völkern nicht im Grund gegeben, jetzt gegen die Römer vorgehen, weil sie ihren Göttern gelästert hätten oder ähnliches, bis zu dem Punkt, wo dann übrigens so ein gewisser Christus und so ein gewisses Christentum und so ein christlicher Gott angebetet werden sollte. Ich will jetzt nicht allzu viel über Theorie, Religion diskutieren. Eigentlich wollte ich das auf meinem Kanal nie tun, aber jetzt vielleicht doch ein paar Worte. Interessant ist, dass das Christentum die einzige Religion ist, die die Römer gestört hat. Meine Theorie dazu ist, das liegt daran, dass das Christentum die einzige Religion weit und breit gewesen ist, die der Meinung war, Achtung, persönliche Meinung, besser zu sein als die anderen Religionen und hingegangen ist und denen gesagt hat, hey, ihr müsst jetzt Christen werden. Christen ist besser. Die haben wirklich versucht, neue Mitglieder für ihre Religion aktiv zu werben. Keine andere der Religionen der Gegend hat das gemacht. Den hat man sich halt angeschlossen oder man hat es halt sein lassen. Und jetzt kommen diese Christen und sagen, unsere ist besser. Es gibt nur einen Gott. Eure Götter existieren überhaupt nicht oder sind schlecht oder was auch immer. Und ihr müsst jetzt zum Christentum konvertieren. Das hat, glaube ich, den Römern ein bisschen sauer aufgeschlagen, weshalb dann auch eben diese Christenverfolgung entstanden ist. Aber so ganz grob waren die Römer eben enorm tolerant, was Religion angeht. Und die zweite Sache, bei denen die Römer enorm tolerant gewesen sind, was auch wieder dazu geführt hat, dass das Ganze überhaupt funktioniert hat, sonst hätte das wahrscheinlich nicht klappen können, ist, die hatten keinerlei Rassismus. Selbst in Rom haben Vertreter verschiedenster ethnischer Gruppen und so weiter und so fort zusammengelebt. Und das hat da zumindest in einem Ausmaß, dass es schlimm gewesen wäre, niemanden gestört. So kleinere Konflikte mag es gegeben haben, das wissen wir jetzt nicht. Da mag es vielleicht auch Aufzeichnungen zu geben, die kenne ich bloß nicht. Aber im Großen und Ganzen einen wirklich krassen Rassismus kannten die Römer nicht. Die hatten also auch keine Diskriminierung der Juden, weil bei denen waren sie auch. Oder sonstiger einzelner Volksgruppen, die hatten einfach wirklich keinen Rassismus und jeder, der die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt hatte, konnte auch römischer Staatsbürger werden. Zum Beispiel eben lange Zeit als Legionär gearbeitet haben. Habe ich das schon mal irgendwo im Laufe dieses Videos erwähnt? Ich glaube schon. Aber wenn ich es zweimal sage, dann merkt ihr es euch wenigstens. Das sind so ein paar Grundvoraussetzungen gewesen, weshalb meiner Meinung nach die Römer so enorm erfolgreich mit ihrer Expansionsstrategie gewesen sind. Gut, soweit, so schön. Woran ist es denn jetzt gescheitert und warum wurden die Römer dann am Ende wieder vertrieben? Und da müssen wir nämlich jetzt zurück zum Wald. Aber bevor wir das tun, vielleicht noch zwei, drei politische Dinge. Nämlich erstens, es gab eine enorme Inflation. Wo die genau herkommt, wahrscheinlich war das römische Imperium einfach zu groß. Wahrscheinlich hatten sie es übertrieben, haben einfach zu viel Außengrenze gehabt, die sie bewachen mussten. Ihnen sind quasi die Mittel ausgegangen, um das wirklich hinzukriegen.
Und warum sind ihnen diese Mittel ausgegangen? Warum war die Grenze irgendwann zu groß? Weil natürlich die Ressourcen, die da ursprünglich mal die ersten 100 Jahre am Limes, jede Menge Holz zum Beispiel, da gewesen ist, waren halt irgendwann alle. Also es ist tatsächlich davon auszugehen, und das tut auch das Limes Museum, dass ein enormer Rohstoffmangel unter anderem dazu geführt haben wird, dass halt eben die Limes-Linie irgendwann aufgegeben werden musste. Die Germanen sind nachgedrängt und haben die Römer auch wirklich militärisch zurückgedrängt und besiegt. Wie jetzt genau das römische Imperium auf deutschem Grund zusammengefallen ist, das ist jetzt aber wirklich nicht mehr Teil dieses Videos, und das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht so genau. Zum Beispiel habe ich keine Ahnung, was es mit der Varusschlacht auf sich hat. Ich weiß zwar, dass die gibt, aber da müsste ich jetzt extra nochmal recherchieren, wann die genau war und ob die das damit was zu tun hat. Da habe ich jetzt Bildungslücken und werde jetzt an dieser Stelle da auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich möchte nur nochmal festhalten, dass tatsächlich die Vernichtung von Ressourcen und das fehlende Vermögen, Wald aus weiter her, aus dem Gebirge raus zum Beispiel, in die Siedlungen, die im Tal liegen, zu bringen, das haben sie nicht groß gemacht, die Römer. Die haben sich nicht in die Gebirge getraut. Das wird wohl so einer der Gründe gewesen sein, weshalb ihnen dann irgendwann die Ressourcen ausgegangen sind. Also in diesen wilden, urwaldartigen Strukturen, da wollten sie nicht rein, und dann war es vorbei. Ja, so als Schlusswort kann man vielleicht festhalten, inwiefern die Römer jetzt überhaupt einen Einfluss auf die deutsche Waldlandschaft hatten. Zunächst mal auf die Waldfläche hatten sie sicherlich den Einfluss, dass sie noch weiter dazu beigetragen haben, dass auf den fruchtbaren Böden der Wald relativ schnell abgeholzt worden ist und diese weiter erschlossen worden sind. Allerdings kann man aus dem Zustand des Landes, bevor die Römer angekommen sind, ablesen, dass das die Germanen genauso getan hätten, beziehungsweise wahrscheinlich eben auch die Kelten, wenn man sie weiter an der Stelle gelassen hätte und sie weiter hätten Kelten sein können ohne den Einfluss der Germanen. Inwiefern das jetzt also durch die Römer verstärkt worden ist oder nicht, das überlasse ich jetzt eurer Spekulation. Da gibt es ein paar Überlegungen zu in der Literatur, aber das geht dann irgendwie sehr weit. Was auf jeden Fall sicherlich auch eine Rolle gespielt haben wird, weshalb der Wald schneller abgenommen haben wird, als das ohne die Römer der Fall gewesen ist, ist einfach das, dass die durch ihre Zivilisation, ihren Fortschritt einfach nochmal viel mehr Holz gebraucht haben. Sie haben mehr geheizt. Einmal wegen, sie frieren mehr. Einmal wegen ihrer Badegeschichte und so weiter und so fort. Das wird natürlich ausschlaggebend gewesen sein, und der Limes als solcher, der ja auch dauernd repariert werden musste, hat einfach auch Ressourcen gefressen. Wird auch eine Rolle gespielt haben. Die Römer hatten aber auch dahingehend einen Einfluss auf den Wald, dass sie die Baumarten, die bei uns wachsen, ergänzt haben, eben unter anderem durch Obstbäume, weshalb eben Obstwiesen erst entstanden sind, nachdem die Römer da gewesen sind. Davor kannten wir sowas nicht. Die sind ja auch in gewisser Weise eine Form von Wald, in Anführungszeichen. Und zweitens haben sie eben die Waldbäume auch ergänzt um die Walnuss und die Edelkastanie. Auch das wahrscheinlich eine für uns jetzt bereichernde Ergänzung, aber ob das dazu gekommen wäre, wenn die Römer nicht da gewesen wären, ist eine andere Frage. Ja, ich glaube, das wäre es mit meinem Fazit gewesen. Ich mache mir mal noch schlau, ob so ein Video reicht, wenn ich jetzt noch einen kleinen Abstecher zu den Germanen doch noch mache und sage, wie sich denn die Waldfläche in den nicht römisch besetzten Regionen entwickelt hat, zur gleichen Zeit, als die anderen Regionen eben römisch besetzt waren. Vielleicht, und wenn nicht, dann geht's weiter mit dem Mittelalter. Jetzt endlich. Ist übrigens auch meine persönliche Lieblingsepoche, wie auch von vielen von euch. Dementsprechend wird das hoffentlich recht spannend, und ich werde nicht ganz so lange brauchen, bis ich damit weitermachen kann. Da gibt es ganz viel zu sagen, da gibt es viele verschiedene geschichtliche Aspekte, die da betrachtet werden können. Das gibt einen ganzen Haufen von Videos, und schauen wir mal. Macht's gut!